Wir sind heute mit unserem Team nach Wolfegg gefahren. Genau gesagt nach Wolfegg im Allgäu in das Automuseum von Nikolaus Flossbach. Er hat das Museum übernommen. Unter dem Motto "Es ist etwas Neues im Busch" startete er vor einigen Monaten durch. Mit Erfolg. Das beliebte Picknick im Schlosspark bei den Oldtimer-Freunden findet auch bei Nikolaus Flossbach statt. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, diese Veranstaltung weiterzuführen, die jahrelang unter dem alten Besitzer hier in Wolfegg stattgefunden hat. Es gibt auch neue Schwerpunkte des Automuseums. So widmen wir uns heute den Einradanhängern. Und wir haben Karl-Heinz getroffen, der diesen Schwerpunkt der Geschichte der Einradanhänger betreut. Und von ihm erfahren wir, wann und wo und warum die Einradanhänger erfunden wurden und wie sie sich auch im Straßenverkehr im Wechsel der Jahrhunderte bewährt haben. Viele verschiedene Einradanhänger konnten wir schon anschauen im Museum direkt. Sie sind also nicht im Park zu sehen, aber dafür immer jetzt im Museum. Es ist interessant, etwas über die Geschichte zu erfahren. Über die Einradanhänger, die sich im Jahrhundertwechsel zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert auf unseren Straßen bewegt haben. Karl-Heinz weiß darüber einiges mehr. So, schön, dass du von Las Vegas hierhin nach Wolfegg gekommen bist, um einen Bericht über das neue Automuseum in Wolfegg zu zeigen. Wir haben natürlich ein paar tolle Exponate hier, unter anderem auch mein Einradanhängermuseum. Das heißt, seit 35 Jahren erstelle ich die Historie von Einradanhängern für PKWs, LKWs, Omnibus und Panzer und habe diese Exponate in dem neuen Automuseum in Wolfegg integriert. Es ist eine weltweit einzigartige Sammlung, die hier in Wolfegg ein Zuhause gefunden hat. Wir sind natürlich bestrebt, immer wieder neue Exponate und Oldtimer hier ins Museum zu kriegen und auszustellen. So wird sich diese Museumslandschaft auch immer wieder ändern. Sie sehen wiederum hier im neuen Automuseum in Wolfegg ein Orchideenthema der Kraftfahrzeuggeschichte, was selbst versierte Oldtimer-Kenner mit ratlosen Gesichtern bestückt, und es ist die größte Einradanhängersammlung der Welt. Karl-Heinz, wir, die Oldtimer-Freunde und natürlich auch die Öffentlichkeit und Liebhaber von Oldtimern, sind dir sehr dankbar, dass du diesen Themenbereich Einradanhänger einfach ins Leben gerufen hast. Mit viel Freizeit, mit viel Eigeninitiative hast du einen Themenpark im Museum erweitert, der allen und gerade dem Museum den richtigen Namen gibt. Es ist etwas Neues im Busch. Es hat sich viel geändert im Museum und wir sind glücklich, dass es dich gibt in Wolfegg.